Ich grüße euch, meine Lieben. Das Thema heute ist die Bauchatmung. Da immer noch vermehrt die Brustatmung machen, gehe ich mit euch ganz speziell auf die automatische Bauchatmung ein. Die Bauchatmung hilft euch, den Stress zu minimieren, die Organe zu massieren, aber auch das Herz zu entlasten. Die Bauchatmung ist eine von den Basics. Das heißt, wer die Bauchatmung beherrscht, tut sich viel, viel leichter dann auch bei den nächsten Übungen. Ob das jetzt Atemübungen sind oder ob das dann auch Atemübungen in Verbundenheit mit der körperlichen Bewegung ist. Sucht euch einfach hierfür einen bequemen Platz. Ihr könnt die Übung im Sitzen machen, ihr könnt die Übung aber auch im Liegen machen. Wenn ihr die Übung im Sitzen macht, schaut, dass die Hüfte schwer ist, einen bequemen Platz einnimmt. Die Wirbelsäule richtet sich auf, das heißt, der Kopf wird leicht, steigt. Dabei bleibt der Körper entspannt und locker. Die Schultern sind locker, aber auch innen drin die Organe sind locker. So, wenn ihr jetzt die Bauchatmung machen wollt und ihr habt hierfür noch keine Erfahrung, noch keinen Zugang, dann nehmt einfach die linke Hand und positioniert die linke Hand auf eurer Brust und nehmt die rechte Hand und die rechte Hand positioniert ihr einfach unterhalb des Bauchnabels, am unteren Bauch. Und jetzt atmet einfach mal für euch ganz natürlich und nehmt einfach erstmal wahr, atmet ihr in die Brust oder atmet ihr schon ganz automatisch in den unteren Bauch? So, linke Hand auf die Brust. Rechte Hand auf den unteren Bauch und erstmal wahrnehmen, wie ihr für euch die Atmung macht. Atmet dabei locker ein, nehmt die Atmung bewusst wahr und atmet dann wieder locker aus. Über die Nase locker ein, Körper füllt sich. Und wieder locker aus. Wenn ihr merkt, dass ihr noch zu sehr in die Brust atmet, versucht einfach euch vorzustellen, ihr habt wie einen Ball, der in der Hüfte sitzt und den versucht jetzt zu füllen. Das heißt, versucht bewusst wahrzunehmen, wenn ihr einatmet, dass die Luft, die in die Lungen kommt, das nach unten drückt. Versucht es unten zu füllen. Dann werdet ihr merken, dass der Bauch von ganz alleine voll wird und wenn man die wieder ausatmet, wie der Bauch auch wieder leer wird. Also linke Hand auf die Brust, rechte Hand auf den unteren Bauch, ihr atmet locker ein, Bauch füllt sich, ihr atmet locker aus, unterer Bauch wird leer. Locker ein, bewusst wahrnehmen und locker aus. Wenn ihr dabei die Augen schließt, versucht euren eigenen Körper noch mehr wahrzunehmen, den noch mehr zu fühlen. Versucht zu fühlen, wo geht die Luft hin? Wo wird der Körper voll? Der Fokus hier ist auf dem unteren Bauch. Wir sprechen hier auch vom unteren Energiezentrum, das so 3 bis 4 Finger breit und halt vom Bauchnabel ist. Und versucht einfach hier, ihr könnt auch hier das leicht eindrücken, einfach zu spüren, ihr atmet ein, der Bauch füllt sich. Und locker aus. Der Bauch wird leer. Ein und der Bauch füllt sich. Locker aus, wird leer. Macht das Ganze ohne Gewalt, das heißt, wenn ihr die Atmung macht, ganz natürlich. Versucht aber schon ein bisschen über eure Grenze zu gehen. Das heißt, wenn ihr einatmet und ihr wollt den unteren Bauch füllen, ihr atmet ein, Bauch füllt sich, aha, noch ein Stückchen mehr und dann schon genug und dann wieder locker aus. Also hier nicht den Fehler machen, einzuatmen, zu füllen, zu füllen, zu füllen, zu füllen, zu füllen,
Weil dann versucht ihr das mit Gewalt zu machen. Und wenn ihr das wieder mit Gewalt macht, dann setzt ihr euren Körper einfach wieder unter Stress. Und wir wollen ja hier den Stress minimieren, das heißt, wir wollen den Körper auch mehr entspannen. Und deswegen versucht das ganz natürlich zu machen und einfach zu spüren, wie die Lungen sich füllen. Also nochmal, locker ein. Und locker aus. Wenn ihr mit der Übung mehr Erfahrung habt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass nicht nur die Lungen sich füllen oder ihr das nicht nur bis zum unteren Bauch macht, sondern dass der ganze Körper sich füllt. Speziell auch, wenn ihr die Übung im Liegen macht, versucht es wahrzunehmen. Das heißt, ihr atmet ein, der ganze Körper füllt sich. Der Körper fühlt sich dabei leicht an. Und wenn ihr wieder ausatmet, der Körper wird schwer, der Bauch wird leer. Und nochmal, locker ein. Und locker aus. Wenn ihr die Übung im Liegen macht, ihr könnt euch ein Buch hernehmen, also kein leichtes Buch, sondern schon ein bisschen schwereres Buch. Und packt einfach das Buch auf euren unteren Bauch. Weil dann habt ihr einen kleinen Widerstand und sobald ihr einatmet, versucht dann zu spüren, wie das Buch sich hebt und sobald ihr ausatmet, wie das Buch wieder sinkt. Von der Zeit her, wie oft ihr das machen sollt, nehmt euch hierfür einfach 20 Minuten Zeit, macht das jeden Tag, am besten abends vorm Schlafengehen. Wenn ihr mehr Zeit habt, ihr könnt das auch morgens machen. Sobald ihr aufsteht, abends, vorm Schlafen gehen. Und wenn ihr noch mehr Zeit habt, dann könnt ihr das sogar noch mittags mit einbauen. Versucht es mindestens 20 Minuten zu machen am Stück, sodass der Körper sich mehr an diese Atmung gewöhnt und dass die Bauchatmung quasi automatisch wird. Die Bauchatmung hilft ja, wie schon gesagt, nicht nur den Stress zu minimieren, die Organe zu massieren, sondern ihr werdet auch mit der Zeit merken, ihr werdet viel gelassener, viel ruhiger, viel entspannter und ihr nehmt die Dinge auch viel mehr bewusst wahr. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Bauchatmung und wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Danke euch fürs Zusehen. Bis bald. Ciao.